dass das Programm im ZDF ohne feste Freie überhaupt nicht stattfinden würde. Das ist ein großer Teil der Mitarbeiter, die diese Arbeit leisten. Und jetzt erzähle ich kurz, was einen Mitarbeiter definiert. Also ein freier Mitarbeiter ist de jure im ZDF kein Mitarbeiter. Wurde mir mehrfach mitgeteilt. Aber ich hatte von Anfang an 18 Jahre lang meine Lohnsteuerkarte da. Ich war im Dienstplan, ich war weisungsbefugt, ich hatte einen festen Schreibtisch, eine E-Mail-Adresse. Die waren einfach nur schlecht gestellt. Und meinen Namen am Türschild, solange ich noch ein Einzelbüro hatte. Das heißt, es sind die juristischen Kategorien dafür, dass ich eine Mitarbeiterin war. Ich kann immer nur vom ZDF sprechen, wie hier Mitarbeiter behandelt werden. Es gibt Gerichtsverfahren und am Ende steht immer eine saubere Schweigeklausel, die natürlich nicht gebrochen werden darf. Deswegen kommen diese Geschichten auch nicht an die Öffentlichkeit. Ja? Also warum ich habe ja hier eine Schweigeklausel gebrochen.